geht aufwärts. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, ein guter Tag für das Kommunale Ehrenamt. Wir bringen einen mehrjährigen Prozess zum Abschluss. Wir setzen heute sozusagen die Empfehlung der Ehrenamtskommission um und insofern erleben Sie einen sehr zufriedenen Mario Krüger. Der vorliegende Gesetzentwurf greift verschiedene Bausteine auf. Wir ändern zum einen die Gemeindeordnung, wir ändern zum anderen die Kreisordnung, wir ändern zum dritten die Landschaftsverbandsordnung, wir ändern zum vierten die Verbandsordnung für den Regionalverband Ruhr und so als kleiner Nachtrag gibt es dann noch diesen Passus zum Thema Sparklassengesetzung bezogen auf die Frage der Hauptverwaltungsbeamten. Es ist gerade von meiner Vorrednerin gesagt worden, wer sich denn überhaupt noch in den Räten in diesem Zusammenhang wiederfindet, beziehungsweise welche Bevölkerungsgruppen überhaupt noch in diesem Zusammenhang wahrgenommen werden. Und meine Erfahrung ist, Demokratie, politische Willensbildung erleben die meisten Menschen nicht unbedingt über Debatten im Bundestag oder Debatten im Landtag, sondern in der Regel vor Ort in den Gemeindevertretungen selbst. Und wenn Sie sich vor Augen führen, welche Zugangsvoraussetzungen wir mittlerweile haben, welche Hürden in diesem Zusammenhang aufgebaut werden, Politik, politisches Ehrenamt, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, stellt fest, dass es hier einen Handlungsbedarf gibt. Ich mache das mal fest an dem Thema Verdienstausfall. Wir haben momentan eine Situation, wo jede Kommune im Einzelfall regeln kann, in welchem Umfang Verdienstausfall erstattet wird. Und da gibt es Situationen, wie zum Beispiel in meiner Heimatstadt Dortmund, wo der Regelstundensatz, der erstattet wird, bei 7,50 Euro liegt, das heißt unterhalb des Mindeststundenlohnsatzes. Oder in Siegen, wo der Höchstsatz mit 17,75 Euro beziffert worden ist in der Hauptsatzung der Stadt Siegen. Das heißt, Arbeitnehmer, Nehmerinnen oder Selbstständige, die mehr als 3.000 Euro an Einkünften erzielen, zahlen regelmäßig drauf, wenn Sitzungen innerhalb der normalen Arbeitszeit anfallen. Das wollen wir ändern, indem wir das landeseinheitlich vereinheitlichen, in der Art und Weise, dass wir per Rechtsverordnung über das Ministerium in diesem Zusammenhang einheitliche Regelungen in diesem Zusammenhang zugrunde legen werden. Zweites Thema, zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende. Wer einen Finanzausschuss als Ausschussvorsitzender vorsteht, der weiß, was da an Arbeit mit einhergeht. Es sind Gespräche mit der Verwaltung zu führen, es sind Gespräche mit den einzelnen Beteiligten aus der Fraktion zu führen. Man muss schauen, inwieweit man Konsens organisieren kann zwischen einzelnen Fraktionen als solches. Es geht eine Menge Zeit drauf. Insofern haben wir uns darauf verständigt, dass wir hier eine zusätzliche Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende in diesem Zusammenhang zur Verfügung stellen wollen. Das Thema der Zersplitterung der Räte. Wir haben eine Änderung in der Landesverfassung vorgenommen. Aber man kann natürlich auch parallel dazu einfach gesetzliche Maßnahmen ergreifen. Das haben wir getan. Zum Thema Mindestfraktionsgrößen, bisher die Regelung in Abhängigkeit zur Frage, wie ist die Gemeinde verortet, ist es eine kreisangehörige Gemeinde, ist es eine kreisfreie Gemeinde, 2 bzw. 3 Mitglieder. Wir orientieren uns heute an einer 5%-Regelung, das heißt, wenn eine Partei 5% der Stimmen in einem Gemeindevertretung erreicht hat, dann sollte sie auch einen Fraktionsstatus haben und haben in diesem Zusammenhang die Mindestfraktionsgrößen gestaffelt in Abhängigkeit zur Größe der Räte. Vielen Dank. Finanzausstattung von Gruppen. Ich kann mich noch gut entsinnen. Damals in meiner Funktion als Ratsvertreter im Rat der Stadt Dortmund, wo auf sozusagen auf Wunsch der FDP eine entsprechende großzügige Regelung getroffen worden ist, 2/3 der Finanzausstattung in Abhängigkeit zu den Zuwendungen, die die kleinste technische Fraktion erhält. Wenn wir demnächst unterschiedliche Gruppengrößen haben werden, 2, 3, 4 Leute, da muss man hier auch abgestuft die entsprechende Zuwendung zur Verfügung stellen. Und wir wollen ein Stück weit vermeiden, dass solche Parteien wie beispielsweise DVU und die Rechte in Dortmund mit Zuwendung von 43.000 Euro bedacht wird. Und insofern da eine entsprechende Absenkung wollen wir entsprechend vornehmen. Ich habe noch 43 Sekunden. Änderungen der Landschaftsverbandsordnung. Wir haben letztes Jahr im Mai sehr, sehr strittig diskutiert über das Thema Novellierung RVR-Gesetz. Da hieß es, es wird eine Extrawurst für den RVR gebraten. Wir haben gesagt, dass wir einen Gleichgang herstellen werden. Auch die Landschaftsverbände sollen entsprechende Aufgabenzuweisungen erhalten. Das geschieht mit diesem Gesetzentwurf. Sie werden künftig Kliniken für somatische Erkrankungen betreiben können. Sie werden auch wie der RVR sich energiewirtschaftlich betätigen können im Bereich der erneuerbaren Energien.
Und wir werden den Landschaftsverbänden auch gegen ein kostendeckendes Entgelt ermöglichen, dass sie für ihre Verbandskommunen Aufgaben übernehmen. Beispielsweise im Bereich der Bauunterhaltung, beispielsweise im Bereich der Beihilfeprüfung. Und das ist ein Beitrag zur Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit. Die Redezeit. Und wer die Diskussion zum Thema Bildung der Verbandsversammlung, ich bin gleich fertig, Frau Präsidentin, Bildung der Verbandsversammlung des RVRs und dem Aufblähen wahrgenommen hat, der weiß, es gibt auch bei den Landschaftsverbänden Handlungsbedarf. Insofern werden wir eine Kappungsgrenze einführen. Ich freue mich auf die kommenden Beratungen, hoffe auch, dass wir im großen Einvernehmen dieses Gesetzeswerk dann auch miteinander verabschieden können. Und wenn der Prozess Ende des Jahres zu Ende geführt wird, dann denke ich, dürften auch alle zufrieden sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Krüger. Und für die CDU-Fraktion spricht